Manchmal treten unerwartet Menschen in unser Leben, mit denen wir nie gerechnet hätten. Diese Erfahrung machen auch Jan und Jule in dem schönen Roadmovie 303. Ohne kitschig zu sein, zeigt der Film, wie sich zwei Menschen Stück für Stück näher kommen. Wir trafen die Hauptdarsteller Marla und Anton im 303-Camper und sprachen darüber, was den Film so authentisch macht. Jeder kennt es, wenn man mal mit einem Auto losfährt und man begegnet irgendwas, dann muss man sozusagen auch die Chance nutzen, was gerade einfach passiert. So. Was wunderschön ist, weil einfach sehr viel passieren kann bei so einem Dreh, wenn auch so viele wenig Leute waren. Wir waren ja nur 10. Aber es ist halt auch anstrengend, weil wir haben diese großen Dialoge, die du ja gesehen hast. Aber wir haben auch viel improvisiert. Also wir fuhren hier 8 Stunden am Tag und die Kamera lief. Jule will eigentlich mit dem Camper ihren Freund in Portugal besuchen, aber auf der Fahrt dorthin tritt Jan in ihr Leben und sie kommen sich näher. Würdest du mich ein Stückchen mitnehmen? Ja, kein Problem. Cool. Jule. Jan, hi. Wohin fährst du eigentlich? Nach Portugal. Ich besuche meinen Freund. Ah? Nächste Haltestelle. Hallo! Hallo! Was war das? Zärtliche Berührung. Killt Stresshormone. Doch die Harmonie hält nicht lange an, denn schnell geraten die beiden mit ihren unterschiedlichen Meinungen aneinander. Die Frage, was uns als Menschheit insgesamt weiterbringt. Konkurrenz oder Kooperation? Konkurrenz? Kooperation? Ich meine, warum hätte ich dich sonst mitgenommen? Was? Monogamie ist kulturell programmiertes Unglück. Ja. Einzelungsstrategie des Kapitalismus. Weißt du, dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen, allein zu sein. Null. Der Mensch, der schüttet Stresshormone aus, wenn er alleine ist. Schon nach ein paar Minuten. Für Marla und Anton schließt sich jedoch nicht aus, dass die beiden am Ende doch eine Beziehung aufbauen können. Sie treffen sich eben doch in einem Punkt im Sinne von, dass sie irgendwann Interesse daran entwickeln, dass Jan Jule aufmacht und Jule Jan aufmacht. Und es geht dann nicht um Recht haben und nur das ist wahr und darin nur so möchte ich mein Lebenskonzept erhalten, sondern da beide sind Suchende und suchen ja beide eigentlich einfach nur, was ist denn die Form, wie ich Beziehungen führen kann. Und allein die Fähigkeit, so zu reden, ohne dass es so forciert ist, ist, glaube ich, so eine der besten Voraussetzungen für eine Beziehung. Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso. Kann man halt nicht besser sagen, ne? Ja. Ist halt immer so Klugscheißer. Ja, das zieht sich durch. Die komplette Beziehung. Sie entwickeln sich gemeinsam. Und nur dadurch, dass sie so ehrlich miteinander umgehen können, können sie sich auch so schonungslos kennenlernen und sich so verlieben. Trotz unterschiedlicher Meinungen haben Jule und Jan ein Problem, das sie letztendlich verbindet. Sie wollen andere Menschen nicht an sich heranlassen. Das ist etwas, das unserer Generation oft aufgestempelt wird, beziehungsunfähig zu sein. Marla findet diese Unterstellung nicht ganz richtig. Ich glaube, wir Menschen waren schon immer beziehungsunfähig. Es gab andere gesellschaftliche Normen, die uns dazu gebracht haben, dass wir die eingegangen sind. Und jetzt haben wir die Entscheidungsfreiheit und damit sind wir vielleicht ein bisschen überfordert. Egal, welchen Menschen ich begegne, sehen wir uns alle nach Beziehung oder nach einer Art von Kommunikation miteinander und einer Verschmelzung miteinander. Und die wird aber halt in Frage gestellt, ob es möglich ist, die für immer zu halten, ob ich das versprechen kann oder ob es heißt, wir sind zusammen von diesem Moment in den nächsten Moment in den nächsten Moment. Und da ist aber wenig dieses, bis der Tod entscheidet. Ich glaube, dieser Gedanke wird einfach hinterfragt momentan. Ja, ich glaube auch die Modelle, also Beziehungsmodelle, die sind halt einfach jetzt vielfältiger geworden. Und ich meine, wir definieren uns immer über unsere Mitmenschen und das ist auch schon immer so gewesen. Es gibt jetzt halt die Möglichkeit, sich auch gesellschaftlich akzeptiert über ganz viele Menschen zu definieren und nicht nur über den einen Partner. Wie man eine Beziehung definiert, ist beiden nicht so wichtig. Wichtiger ist, wie man zu sich selbst steht. Damit meinen die beiden mehr als den bekannten Spruch, du musst dich selbst lieben, um geliebt werden zu können. Soll ich meinen Ratgeberspruch raushauen? Ich glaube, ich würde ihn erinnern. Ich würde sagen, du musst du selbst sein zu können, damit jemand anders dich lieben kann. Sich selbst lieben, das ist so leicht gesagt, aber das heißt eigentlich, sich selbst lieben heißt nur sich selbst kennen. Vielleicht muss man aber gar nicht so viel darüber reden, wie Liebe entsteht. Ob es mehr mit Biologie als mit Schicksal zu tun hat, ist doch eigentlich egal. Man sollte sich einfach auf sie einlassen. Das macht ja total Spaß und das sind doch die schönsten Sachen, sich zu verlieben und so. Und wenn ich das alles mehr erkläre, warum sollte ich das machen, dann nehme ich mir die größte Freude. Los, komm! Kennst du dieses Gefühl, wenn du bei ihr bist und es genau richtig da, wo du gerade bist? Dieses Gefühl, angekommen zu sein. Also daran merke ich immer, wenn ich verliebt bin.
Thank you.